Hey, und ich dachte eigentlich, ich könnte das Ganze jetzt ein bisschen episch gestalten. Und zwar kommt jetzt das, auf das ihr alle total doll und lange schon gewartet habt. Das Event. Das Event des Jahres, würde ich sagen. Es ist nichts für schwache Nerven. Ich weiß es nicht. Denn wir machen... Zeichne mein Pokémon. Cool, zeichnen. Ja. Und ich erkläre ihr ein Pokémon, was sie nicht sehen darf. Dann zeichnet sie das. Ich darf nicht hinsehen. Sie muss raten, welches das ist. Und dann, wenn sie fertig ist, darf ich ihn sehen. Richtig. Genau, das machen wir jeweils zweimal. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin schon auf zufällige Artikel gegangen, habe was Wundervolles hier rausgefunden. Und zwar ein Pokémon. Mhm. Ach was. Und zwar... Tja, wo fängt man damit an? Ich zeichne übrigens am PC und ohne Zeichentablet. Fang an mit Hähnchenschenkeln. Mew! Du. Nein, die Hähnchenschenkel einfach mit anfangen. Ja, doch, mach einfach zwei Hähnchenschenkel. Nebeneinander? Nebeneinander, das sind die Schenkel, ja. Und, aber du machst noch keinen Knochen dran, sondern nur den oberen Teil des Schenkels. Mhm. Und statt einem unteren Knochen machst du... einfach nur so eine lange Banane an jeder Seite. Auch unten richtig als Banane zusammengekommen? Nee, nur so halt so von der Form her so ein bisschen. Also nicht so krumm, sondern eher so leicht gebogen. Eine leicht gebogene Gurke trifft es eher. Eine Gurke. Unten auch zusammen? Nein, nicht zusammen. Das sind ja zwei Beine, die wachsen unten nicht zusammen. Nein, aber unten... Also doch unten... Also die Gurke kommt aus dem Hähnchenschenkel, ja. Ja, aber unten ist sie beendet, die Gurke, meine ich. Ja, sie ist beendet, ja. Ach, das meinst du, ja. Die ist beendet. So, dann... machst du den Körper, da kommt an diese Hähnchenschenkel ran. Ja. Der ist im Großen und Ganzen eine Aubergine, die oben einen langen Hals hat. Oh Gott, ist der Kopf sehr groß? Mittel, aber nach oben brauchst du noch ein bisschen Platz, ja. Ah, okay. Aber der Körper ist auch nicht so groß, er ist wirklich eher klein gehalten. In etwa ein bisschen kürzer als die Hähnchenschenkel. Okay. Und hat einen dünnen Hals obendran. Der ist auberginenförmig. Der Körper ist so nach vorne gebeugt. Also die Aubergine ist nach vorne. Und ich nehme an, dass das Hähnchen oben, das sind die, richtig die Schenkel, das, ne? Sind schon die Beine, ja. Das sind halt die Schenkel, die sind auch richtig in der Aubergine drin. Ja, so an der Aubergine dran, wie halt von einem Hasen oder sowas. Ja. So. Oder von einem Frosch. Nee, Frösche, ja. Doch, Frösche, ja. Doch, und Meerschweinchen, all solche Sachen. So, und hinten? Bin noch nicht so weit. Okay. Die guckt jetzt übrigens nach rechts, die Aubergine. Das ist auch okay. So. Bin immer noch nicht so weit. Okay. Die Aubergine braucht ihre Zeit. Die Aubergine sieht man gar nicht mal so doll. Da ist noch einiges vor und so. Und ein sehr dünner Hals, ja? Ja, ein dünner Hals nach oben. Oben? Rechts. Nee, nach oben. Sieht ein bisschen aus wie E.T. Das sollte es nicht sein. So, dann... Nein, ich bin noch nicht so weit. Nee. Da, wo die Aubergine aus den Hähnchenschenkeln rauskommt, machst du an den Arsch einen Kreis. Also links, wenn sie nach rechts guckt. Genau, bei mir ist es jetzt rechts, aber bei dir halt nach links, ja. Der Kreis, so ein richtiger Kreis dran. Einfach nur ein Kreis dran, ja. Als würde dir eine fette Eiterbeule aus dem Arsch wachsen. Okay. So. Unterhalb des Halses sind ja noch die Arme. Ja, das ja? Ist bei mir nichts. Und da kommen jetzt einfach nur die Arme. Das sind keine Arme, es ist einfach nur eine Wolke. Wo die Finger rausgucken. Okay. Und unten siehst du halt angedeutet die Ärmel. Nicht die Ärmel, die Ellenbogen. Siehst du unter der Wolke angedeutet, dass sie halt dadurch gesteckt werden, durch die Wolke. Hm. Und diese Finger sind eher so kleine Krallen, jeweils drei. Und das ist auch nur so eine kleine Wolke. Ja, die Wolke ist schon so groß wie... die Aubergine. Was? Ich weiß ja nicht, wie groß du die Aubergine gemacht hast. Okay. Dann mach sie lieber ein bisschen kleiner. Also von der Größe her nicht größer als der obere Teil vom Hähnchenschenkel. Okay, ich starte ein zweites und suche ich radiere noch ein bisschen rum. Nicht zu viel. Ja, nee, aber das war halt also eine Wolke, also wie so eine Tatze. Nein, es ist einfach eine Wolke und aus dieser Wolke siehst du jeweils die drei Finger. Also es gucken alle sechs Finger durch diese Wolke durch. An jeder Hand drei. Und unten werden halt die Ellenbogen angedeutet, wie sie
aus der Wolke rauskommen von unten. Also sind es zwei Wolken? Nein, es ist nur eine Wolke, aber beide Arme sind da durchgesteckt. Aha. Ja. Das ist kein Pokémon mehr. Doch. Auf jeden Fall. Ich bin auch nicht so ein großer Fan von dem Design, aber... Okay, ist okay. Könnte man denken, dass der Ellbogen, dass der Arm irgendwie sind. So, an den Hals kommt jetzt ein runder Kopf. Mhm. Ja. Mit Augen, einem ganz normalen Mund und einer dreieckigen Nase. So eine klassische Katzennase, sag ich jetzt. Und der Kopf guckt nach vorne. Also, guckt irgendwie zur Seite, sieht man nur die Hälfte des Kopfes? Nee, man sieht schon den ganzen Kopf. Aha. Und du machst dann so eine kleine Dreiecksnase, wie von so einer Katze oder einem Hund. Große Äuglein und ein Lächeln in den Mund. Mhm. So. Ich bin noch nicht so weit. Das ist auch nur das Gesicht und es fehlt auch nicht mehr so viel, sag ich jetzt mal. Jetzt kommt der schwere Teil. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das sein soll. Das sieht total komisch aus. Also nach rechts und links brauchst du noch ein bisschen Platz und nach oben ein bisschen. Mhm. Okay? Ja. Gut. Das macht mir irgendwie Angst. Oben am Kopf kommen jetzt zwei... Ich habe keine Ahnung. Okay, pass auf. Wir fangen so an. Über den Augen sind ja Augenbrauen. Aha. Und diese Augenbrauen sind von der Länge her... so lang wie ein kompletter Hähnchenschenkel mit Gurke. Und die gehen nachher nach oben rechts und oben links. Also gucken die böse? Nee, sie gucken nicht böse. Sie sind halt über dem Auge, aber sie sind halt so... Also sie sorgen nicht dafür, dass das Auge böse guckt. Sie sind ja etwas weiter über dem Auge. Und gehen halt wirklich ganz weit über dem Kopf hinaus. Nach oben rechts und oben links. Ist das Victini? Nein. Aber ich weiß, wieso du es denkst. Aber ja, sie sind so ähnlich V-förmig angedeutet. Aber es ist keine Monobraue, die sind jeweils einzeln. Okay, erste? Ja. Gut, und sind die so doppelt? Ich hab es einfach nur einen Strich gemeint. Sie sind bei mir nicht doppelt. Das heißt, sie können keine Farbe im Endeffekt bekommen. Sie kriegen eine Farbe. Dann muss ich sie doppelt malen. Und sie haben noch einen kleinen Widerhaken an jeder Seite unten. Aber den kannst du, glaube ich, weglassen. Oh, jetzt kommt der schwerste Teil zu erklären. Ich weiß nicht genau, ob ich das machen soll. Was zum Geier ist das? Ja, ich habe den wichtigsten Teil des Pokémon ja noch weggelassen. Du... machst jetzt oben am Kopf, auf jeder Seite, hinter die Augenbrauen, zwei eingeknickte Ohren, die aber genauso lang sind wie diese Augenbrauen. Also halt erst nach oben und dann abgeknickt nach unten rechts und unten links. Ist das irgendwie Haspirohr? Nein. Schlappohr? Ja. Viel Spaß dabei, den Rest der Ohren aus der Erinnerung zu zeichnen. Die haben unten so einen Puschel, glaube ich, irgendwo. Ist es denn ein gutes Schlappohr? Das ist das schönste Schlappohr, was du je gesehen hast. Das will ich hoffen. Schlappohr gilt als ein wunderschönes Pokémon. Ja. Wer dieses Schlappohr nicht schön findet, der hat keinen Geschmack, würde ich sagen. Machen wir eigentlich auch Mega-Entwicklung als einzelne Pokémon? Weiß ich nicht. Ja, doch. Okay. Weil die sehen ja schon ein bisschen anders aus. Ja, du darfst gucken, es ist das schönste Schlappohr. Oh Gott! Oh mein Gott, Schlappohr! Was ist aus deiner grazilen Taille geworden? Du siehst so aus wie Grabbit. Weißt du, Schlappohr kommt einfach nach Hause und dann sitzt Grabbit auf dem Sofa, ist ihr fetter Ehemann. Oh Schatz, bring mir ein Bier. Und das ist der einfach. Guck mal, Schlappohr ist so dünn. Das ist doch keine Aubergine. Doch, hier, guck mal, hier geht die Aubergine so flup nach da mit einem dünnen Hals. Und das da, das ist ein fetter Kürbis vom Markt. Oh Gott. Aber die Pusche sind da. Eieiei. Schlappohr. Aber immer die Hähnchenschenkel sind da. Hähnchenschenkel kann ich. Okay, dann machen wir Schlappohr mal. Ja, das ist Schlappohr. Es ist fett. Und es sieht ein bisschen aus, als hat es keine Arme. Es ist super niedlich. Mann. Dann werde ich jetzt malen. Gut, dann mal. Ich habe für dich das beste Pokémon gefunden. Das ist wieder ein legendäres. Alles gut. Du malst jetzt erstmal. Ah, pass auf, sonst sehe ich zu viel. Was hast du denn gesehen? Ich habe nichts gesehen, nein. Okay, aber... dann malst du jetzt erstmal bitte zwei, im Prinzip sind zwei kleine, dicke Hähnchenschenkel. Schon wieder? Ja. Wohin? Nach unten, das sind dann die Beine. Klein und dick. Ja, man könnte es auch Maracas nennen. Maracas meinst du? Meine ich. Maracas. Aber halt unten nicht zusammen, ne? Shit, ja. Okay. Nein, ich habe es in eins gezeichnet. Oh, egal.
So, aber wir sind abgeschlossen, die Schenkel unten, ne? Nein, nein, die sind unten. Also unten sind sie offen, ja. Also unten der Stiel ist offen. Ja, und da kommt etwas dran. Okay. Da kommen im Prinzip so zwei jeweils ein kleiner Entenfuß dran. Ein kleiner ist das Jungglut? Nein. Also es sieht nur aus wie ein Entenfuß. Es ist halt so. Weil es halt so platt ist, so ein platter Fuß. Aber ohne Schwimmhäute. Also. Und von der Form her? Ja, von der Form her wie ein Entenfuß, aber halt lang gezogen, also nicht... Sehr lang. Nein, 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 die Füße an sich sind nicht lang, aber es sind halt keine Schwimmhäute zu sehen, sondern einfach nur so ein platter Fuß. Okay. Der bei einem Entenfuß ähnelt. Okay, krieg ich hin, denke ich. Ja. Sind die Beine sind auch nicht sehr lang, ne? Nee. Ist das Planas? Ja. Ha! Dann mal Planas aus deiner Erinnerung. Das kriege ich, glaube ich, sogar hin. Also, aber tatsächlich war das in dem Fall sehr einfach, weil Planas sehr, sehr markante Knie hat. Beziehungsweise beide. Ja, aber hätte ich mit der Schnabelnase angefangen auch. Also. Ja, okay. Aber das ist okay. Planas kriege ich hin. Planas kriege ich, denke ich, hin. Ich mag Planas Design tatsächlich. Planas hat so ein... Nein, 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 nein. Das ist kein Planas Kopf. Ich bin sehr gespannt. Ja, das kriegen wir hin. So, dann muss ich hier allerdings so ein... Lars guckt so ein bisschen schräg nach unten, das mag ich nicht. Blanas hat so eine schöne Nase hier. Oh mein Gott, die ist viel zu lang. Das ist Pinocchio Blanas. Basiert Blanas auf Pinocchio? Keine Ahnung. Dann hat er so ein Blatt an seinem Köpfchen. Yasuo. War Yasuo bekannt, die auch mal Blätter am Köpfchen hat? Ja, ja, so von der Frisur her so. Oh Gott, von den Augen her weiß ich es gerade nicht. Er hat doch so eine Ninja-Turtle-Maske, oder? Ja, Planas ist so ein Ninja-Turtle, glaube ich. Eine Ninja-Eiche. So. Und so. Dann hat er einen Mund. Und der lächelt. Dann hat Planas tatsächlich so kleine Nippelchen. Hat er wirklich. Und er macht mit den Händen so, ja! Ich bin Planas, ich bin ein Ninja Turtle. Und deswegen gebe ich ihm jetzt auch ein Stück Pizza in die Hand. Ich würde es sehr gerne sehen. Ja, siehst du ja gleich, aber erst kriegt er doch sein Stück Pizza. Weil Planas ist ein Turtle mit seiner Maske, deswegen braucht er ein Stück Pizza und... Welche Waffe haben die Turtles? Die haben doch so ein Zai. Ja, ich glaube, du solltest aber jetzt nicht zu viel. Okay, das gut, okay, das ist Planer, ich bin fertig. Das geht doch eigentlich, sieht schon ähnlich aus. Ja, ja, ich wusste doch, der hat so eine Maske. Ah, die Nase ist scheinbar noch Teil der Maske. Okay, ich dachte doch, das ist aber Planers. Dann lass mich mal anmalen. Ja, ja, ich bin zufrieden mit Planers. Ich finde, es sieht gut aus. Ich mag es. Okay. Ich habe für dich ein Pokémon. Ich glaube, das sollte auch nicht so schwer sein. Dann zeig mal los. Du malst erstmals. Wo fangen wir da an? Ein runden Bauch. Ein kleiner runder Bauch. So in die Mitte des Blattes. Genau. Da kommt auch nicht so viel dran. Klein und rund. Okay. So, auf der unteren Seite dieser runden, schönen kleinen Kugel meinst du ein Dreieck als Bauch. Also auf den Bauch ist ein Dreieck. Geht von unten, also ist halt unten abgeschlossen, geht über bis Höhe, Mitte des Bauches und wieder runter. Eine kleine Bemalung. Also ist die Spitze eigentlich nach oben, oder wie? Ja, die Spitze vom Dreieck ist nach oben. Also sie ist halt aufgemalt auf dem Bauch. Ja. Genau. Endet halt unten. Also ist abgeschlossen an dem unteren Teil des Kreises. Achso, dann... warte. Dann machst du zwei kleine Stummelärmchen. Mhm. Also auf der oberen Höhe des Kreises. Aber links und rechts da dran, oder wie? Ja. Aber sie gucken beide nach vorne. Also sie gucken beide in eine Richtung. Okay, Moment. Also ein bisschen wie so ein kleines Baby. Hä? Ja, noch so... das anfassen, so. So gucken sie halt beide so nach vorne. Auf dem Bauch oder an dem Bauch? Das eine ist an dem Bauch und das andere ist auf dem Bauch. Um zu zeigen, dass beide nach vorne zeigen. So, links und rechts vom Bauch machst du jetzt wieder die Schenkel, aber es sind keine Hähnchenschenkel, sondern einfach so ja, Oberbein halt und darunter so zwei, jeweils halt einen kleinen Fuß und der Fuß sieht aus wie eine Seerose.
eine Seerose. Ja, eine Seerose hat halt dieses... Okay, wie ein kleiner Pac-Man. Ist das Teddy Ursa? Nein. Also halt wie... Also ein etwas zusammengestauchter Kreis, der halt vorne, wo ein Pizzastück rausgeschnitten wurde. Also ein platter Pac-Man als Fuß. Ja. Auf jede Seite. Und dann hast du schon das fast das ganze Pokémon fertig. Fehlt danach nur noch der Kopf. Mhm. So. Oben an dem Kreis kommt jetzt ein Hals. Der ist auch normal dick. Also jetzt nicht irgendwie super dünn oder super dick, sondern ganz normal. Mhm. Und daran machst du jetzt einen Kopf. Ja. Und dieser Kopf, der hat halt so ein... vorne so eine etwas... Ja, so eine Schnauze halt. Mit einem Maul, was man auf und zu machen kann halt. Guckt das irgendwie nach links oder rechts? Es guckt in die Richtung, wo die Hände hin zeigen. Die zeigen mir eher so nach rechts. Ja gut, mach den Kopf in die Richtung, wo es am besten aussieht. Ist eigentlich egal. Aber Hauptsache ist halt, dass es ein Kopf ist mit so einem Kiefer. Ist ein Kopf mit Kiefer? Ja, ist halt so ein Kopf mit so... Vorne hat, also... Keine Ahnung, Krokodile zum Beispiel haben ja vorne etwas an ihrem Kopf. Nur halt nicht so lang, sondern eher rund. Yoshi hat vorne etwas an seinem Kopf. Oder ja, okay. Hunde haben vorne eine Schnauze und all solche Sachen. Nur halt eine runde Schnauze. Ja. Mit einem Kiefer. Also, ja. Dass man sieht, dass da ein Mund ist, der auf und zu gehen kann. Ja. Oben rechts an der Seite des Kopfes ist ein runder, ein platter Kreis mit einem Kreis drin. Am Kopf dran. Am Kopf dran, also aufgemalt. Ist aber nicht das Auge. Mhm. Und unten am Kiefer, da wo der Mund endet, ist ein großer Zahn, der guckt nach oben. Der ist eher so am Mund dran als im Mund drin. Mhm. So. Es sieht aus, als ob es raucht. Er hat eine Tüte im Mund. Nee, und jetzt oben auf seinem Kopf, man sieht deswegen nur ein Auge, hat es eine Muschel. Und die Muschel geht hinten an seinem Körper ein bisschen entlang wie ein Pferdeschwanz. Mhm. Die Muschel besteht halt aus drei Spalten. Also hat halt zwei Striche in der Mitte, wodurch halt das so abgegrenzt ist. Die heben sich auch deutlich voneinander ab. Und unter der Muschel sieht man halt das eine Auge, so als Dreieck. Das andere ist auf der anderen Seite des Kopfes, deswegen können wir es nicht sehen. Und wenn du das hast, dann bist du fertig. Ah ja, die Muschel ist auch schon ordentlich groß. Also von der Masse her schon, von der Höhe her genauso groß wie der andere Teil des Kopfes. Ja. Dann bist du fertig. Hast du auch den Pferdeschwanz der Muschel hinten? Ah, die Muschel hat noch einen Pferdeschwanz. Ja, was heißt die Muschel hat einen Pferdeschwanz? Die Muschel geht halt hinten an seinem Rücken so ein bisschen weiter, sodass es aussieht, als hätte er da hinten noch lange Haare. Ja. Dann bist du fertig. Ich habe keine Ahnung. Ich zeig dir mal den Ruf. Okay, den hätte ich jetzt auch nicht erraten. Keine Ahnung, guck's dir an. Soll ich dir nicht erstmal sagen, was es ist? Ja, sag, was es ist. Kenn ich es überhaupt? Ja. Was ist denn? Es ist Kindwurm. Ah, okay. Ja, ich verstehe fast. Ja, diesen Kreis da, die sind an der Seite, der hat mich irritiert. Wieso, wo hast du den? Ja, da oben. Also rechts, ach so. Du hast nur am Kopf gesagt, oben am Kopf. Ach so, aber ich hatte gesagt, die Muschel ist auf dem Kopf. Jetzt hast du die Muschel irgendwie hinter den Kopf gemacht. Nee, die ist schon auf dem Kopf, aber es hat halt keinen Sinn gemacht, weil dann hätte er sie den Kreis verdeckt. Aber an sich so von unten, der untere Teil ist noch verständlich. Also, das ist ein Kindwurm, ein rasiertes Kindwurm, was eine Nuss auf der Seite, auf der Schulter dreht. Ach, sei doch ruhig. Oh Gott, ich hätte über niemals... Nee, ich glaube, ein bisschen dunkler. Ah. Kindwurm. Das habe ich ja total irritiert und gesagt, da ist eine Scheibe mit einem Kreis drin. Ja. Hättest du einfach gemacht, mal einen Kreis, das ist einen doppelten Kreis, das hätte ich verstanden. War keine Scheibe mit einem Kreis drin. Ah, ich habe doch Kreis mit Kreis gesagt, ich habe nicht Scheibe gesagt. Doch, du hast Scheibe gesagt, Schatz. Es ist ja auch eine Scheibe. Ich verstehe nicht, warum der das hat. Nee, das untere ist nicht schwarz. Das war auch aus Versehen. Und was du war mit Kindwurm? Ha. Ich glaube, das würde ich niemals erkennen, dass das Kindwurm ist. Ich bin süß. Es ist auch süß, aber es ist nicht Kindwurm. Okay,
Gut. Ich habe eins gefunden. Wunderschön. Und zwar malst du zuerst einen... Also wir fangen mit dem Kopf an. Klingt logisch. Du malst nämlich einen schönen Sahneklecks, aber oben hat er nicht so eine Sahnespitze, sondern einfach eine Spitze nach oben. Wir haben Déjà-vu. Ja, ich mag Pokémon mit Sahneklecksen. Ein Sahneklecks, aber oben hat er eine Spitze. Genau, oben ist eine Spitze und kein... Nicht wie, so, ein bisschen wie eine Kerze. Nein, oben ist einfach nur eine Spitze. Es ist ein kleiner Hügel einfach. Es ist auch nicht dieser... diese Ecke zum Sahneklecks, sondern nur der Bauch des Sahneklecks. Ansonsten ist er oben einfach mit einer kleinen Spitze zusammen. Ach so. Ach, eine kleine Spitze. Ah, okay, Moment. Wie groß circa ist Kopf? Das ist nicht der Kopf, das ist auf dem Kopf. Das sind die Haare quasi. Ah, das sind die Haare. Ist da drüber noch was? Nein. Okay. Zack. Ich weiß, welches Pokémon es ist. Welches? Farbigel. Ja. Es ist irgendwie so ein Pokémon, was so komplett in Vergessenheit geregt. Das stimmt allerdings. Ich hab grad so gedacht, ah ja, stimmt, das gibt's ja auch noch, Farbigel. Ja, aber ich, vor allem, ich hab einfach beide Pokémon heute ins Sinn erraten. Und eben fällt mir erst auf, dass Farbigel wahrscheinlich nicht vom Igel kommt, sondern Zusammensetzung zwischen Farbe und Beagle ist. Ja, ist es auch. Shit, warte, ich weiß, wie Farbigel aussieht, das hat so eine Schnauze. Und ich glaube, unten hat es so einen Mund, ich bin mir auch grad nicht sicher. Ich weiß eigentlich, dass du für Farbigel länger brauchst. Nee, ich hab's. Es hat eine Baskenmütze da oben, deswegen bin ich drauf gekommen. Er hat eine Baskenmütze auf dem Kopf. Ich weiß, das wollte ich dir jetzt nicht so sagen. Ja, aber man hat's halt gemerkt. Als du dann gesagt hast, es hat's auf dem Kopf. Ah, war es mir dann klar. Oh nee, so guckst du traurig. Ich glaube, das war auch in irgendeiner Folge, da war es irgendwie Künstler oder, ne? Oder? Ja, das war in dem Film drin mit, wo Pikachu und die Pichu-Brüder unterwegs waren. Ja, da war ein Farbigel und das hat da auf dem Reifenturm hat das da ganz viel gemalt. Stimmt, ich krieg die Augen gerade nicht hin. Ich erinnere mich nur, dass ich dich aus irgendeiner Folge kenne und ja. Na gut, eine Folge war es nicht, es war so ein kleiner Mini-Vorfilm von einem Kinofilm, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Oh, ich krieg die Augen gerade gar nicht hin. Das ist ja schrecklich. Oh, die Augen. Das ist immer das Schlimme, weil wenn man nicht beschreibt bekommt, wie sie aussehen. Hätte ich nicht so früh geraten an deiner Stelle. Ich wollte mit meinem Wissen angeben. Oh, ich krieg das Auge nicht und ich kopiere das gleich. Du würdest ja sagen können, ich weiß es, aber ich möchte es noch ein bisschen beschrieben haben. Ja, ich finde, wenn man es schon weiß, dann soll man es auch sagen. Okay, so, da vorne hat es, glaube ich, zwei kleine Nasenlöcher. Und ich glaube, es streckt die Zunge raus. Aber echt auf Farbigel wäre ich niemals gekommen. Ja, doch ich schon. Ich hatte es noch im Kopf. Ich weiß noch, dass du existierst bei Kleiner. Ich hab's gerade echt so gesehen, dachte mir so, ah ja, stimmt, das gibt's ja auch. Ist halt echt alt so, ne? Ja, und daran, das ist so eins, an das man gar nicht mehr denkt, finde ich. Weil es ist halt auch in anderen Spielen kaum vertreten irgendwie gefühlt. Ja, es ist halt irgendwie nicht so wichtig. Oh Gott, der weiß Mund doch, ist absolut schrecklich. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, warum ihr Farbigel so liebt. Richtig. Okay, den Mund habe ich absolut verkackt, glaube ich. Nee, das geht nicht, das ist nicht der Mund von Farbigel. Oh Gott, nein, ich krieg den Mund nicht hin. Ah, egal. Das geht so, denke ich. Dann machen wir hier noch so ein... Ja, der Mund ist so ein bisschen angedeutet hier, so. Okay, ich weiß nicht, wie dein Körper aussieht, deswegen gebe ich dir einfach so ein... Nein, ist absolut schrecklich. Du bist dünn. Und dein Schwanz ist gleichzeitig ein Pinsel. So. Ich weiß auch nicht, wie lang der ist. Aber es ist ein Pinsel. Und den hältst du in der Hand. Und der ist auch angemalt. Und damit kannst du malen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es aussieht. Das wird fantastisch aussehen. Das Problem ist, ich krieg die Zunge nicht richtig an den Mund dran. Weil der Farbige hat ja auch so eine Schnauze, glaube ich. Und die kriege ich gerade überhaupt nicht hin. Das könnte so ein Yokai sein. Ja, dann macht es noch so. Das ist echt Farbigel. Das ist eigentlich ein echt cooles Pokémon vom Design, ja. Ja, an sich müsste ich es ja mögen, so mit Farben. Ja. Ich bin ja auch ein Fan der Inklinge. Richtig. Ich
Hat es noch mehr Details? Ich glaube nicht. Ich glaube, so viele Details hat Farbige gar nicht. Sehr ein schlichtes Design. Soll ich gucken? Warte, ich glaube, das hatte noch so einen braunen Rand hier oben auf der Mütze. Ja, das sieht richtig aus. Okay, du kannst gucken. Das erinnert mich an irgendeine Cartoon-Figur, aber ich weiß gar nicht an wen. An irgendein Schaf, ne? Okay, die Mütze könnte auch von Kai sein. Schon das Schaf, so ein bisschen. Ja, sag mal. Ach, da vorne ist die Zunge! Oh, der hat noch solche Dinger hier an den Armen hier. Ah. Ja gut, an die habe ich nicht mehr gedacht. Tja. Aber ich habe an diese Ohren gedacht. Ach so, eins seiner Augen ist auch so wie von so einem Beagle, hat hier so ein... Ja. Hier so. Was ist da noch? Ja gut, die Zunge an die beiden Dinger habe ich gedacht und der hat noch so einen Kragen. Genau, und halt am Fuß auch nochmal so ein... Ja gut, okay, ich habe es jetzt ein bisschen schlichter gemacht, aber ich habe es erkannt. Das stimmt. Und das ist ja auch das, was man in diesem Format machen soll. Die Pokémon erraten. Nein, ich kann es nicht mehr meinen. Ich konnte meine bisher noch nicht erraten. Ah, shit, der hat an seinem Kopf da oben nichts. Hm, verdammt. Okay, würde ich sagen, das war unsere heutige Folge Zeichne mein Pokémon. Ja, bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. Glaubst du, diese Folge kommt noch dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Doch, eigentlich schon. Wenn ja, dann frohes Neues. Gleich, bald, ansonsten. Oder frohe Weihnachten, wir wissen ja nicht, wann es kommt. Oder frohe Weihnachten. Es wird nach Weihnachten. Oh, nein, was? Könnte vor Weihnachten kommen. Okay, dann. Oder frohe Weihnachten gehabt zu haben. Frohen Dezember. Ja. Damit sind wir auf der sicheren Seite. Tschüss.